Guten Tag, liebe Leute. So, was steht heute an? Heute steht an Folgendes. Ich habe ja ein wunderschönes MTB wiedergefunden und das würde ich jetzt heute gerne abholen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Und zwar muss ich erstmal aufrufen. Dieses MTB, wunderschön, oder? Cannondale. Ja. Mit einer Quadra. Mit einer LX-Ausstattung. Mit so ein bisschen verschobenem Lenker vorne. Warum auch immer. Ist wahrscheinlich, ne? Diese LX Schaltbremskombi. Ne, was Schaltbremskombi war das? Ne, Schaltgripshift 600er und XT-Umwerfer, XT-Schaltwerk, XT-Bremsen. LX-Norm. Na ja, gut, das kann man noch umändern. Da haben wir noch XT-Laufradsatz halt gerade gekauft. Online. Damit es komplett XT ist, aus der Serie sogar. XT-Hebel finden wir noch und die 600er Gripshift kann bleiben, weil die ist auf XT-Niveau gewesen, glaube. XT, XTR wäre die 900er gewesen, glaube. Irgendwie so, die war gar nicht so schlecht. Das gehe ich abholen, fahre ich abholen. Gar nicht so schlecht. Geiler Zustand, Sonderfarbe, Sonderlack irgendwie. Schau ich mir an. Ist ja nicht so weit weg. Und ich habe gleich einen Termin. Jetzt ist gerade mal 15 Uhr und ich habe geschnitten bis jetzt. Ich habe ja 12 Stunden Filmmaterial gehabt. Oh Mann. Durchgehackt und 18 Uhr habe ich einen Termin zur Abholung. Also sehen wir uns gleich und schauen uns das Rad mal an und hoffen, dass es das geil ist und dass ich es mitnehmen werde. Zuvor gehen wir ganz kurz noch dem Achim helfen. Was wartet noch ein Lastenrad zu machen? Perfekt. Ja? Ja. Ich war mir erstmal unsicher wegen der Größe, weil es gab ja nur M, L, XL. Ja, ne, ich hab halt das Problem, ich brauche normalerweise Jacken 48 von der Schulter, aber von den Armen hier hätte ich gerne 50. Okay. Das heißt, ich ziehe eine Jacke an in 48 und die Ärmel gehen mir bis hier. Ja, das nervt, gerade bei einer Winterjacke und zwar. Ja. Ja, ich will die hauptsächlich zum Fahrradfahren haben. Ja, und eine Jacke, wo denn die Ärmel nur bis hier gehen beim Fahrradfahren, das geht gar nicht. Da nehme ich dann tatsächlich auch, ich habe schon eine 52 genommen, weil mir die 50 dann auch nur bis hier ging, wenn ich auf dem Fahrrad gesessen habe. Dann kommt halt immer auf den Einsatzzweck der Jacke drauf an. Ja, aber ich glaube gut, wenn es gepasst. Ja, und ich habe so gemacht und die Ärmel sitzen immer noch hier unten. Na, also perfekt. Das ist ein warmer Arm. Genau. Ein warmer Arm ist wichtig. Nee, ich komm nicht. Ich bin gerade rausgekommen. Ich bin gerade fertig geworden. Ich zeige euch Schnauze voll. Ich kann drin sitzen, ey. Ein bisschen bewegen. Ne? Nach einem Vorbau für mein Fahrrad, das steht draußen, und zwar so ein Vorbau, wo man nicht so weit vom Lenker entfernt ist. Soll ich das einmal so herschieben, dass du das sehen kannst? Ja, wäre hilfreich. Ja. Kann ich dir auch wieder helfen? Ich gehöre zu der jungen Dame. Ich, alles gut, danke. Nur dann mal ja, so. Habt ihr sowas? Oder noch mehr? Gerne Gebrauch. Schlüssel für die ja. Union, oder? Das steht wieder am Altar, wo herkam.
ich möchte nicht so weit weiter unten sitzen. Der ist jetzt schon ziemlich kurz. Also der Tunnel sind auch der Höhe weiter. Längeren, ja. Das geht dann nicht. Gucken wir mal. Okay. Das wäre dann noch eine Variante. Cool. Oder hier, ganz lang. Ach hier. Noch ein? Ja, noch ein bisschen länger, noch ein bisschen moderner. Und der, So, warte mal, wir kommen jetzt. Moment. Okay. Ja. Ah, ist das perfekt? Ja, das ist gut. Komm mit. Jo. Wie viel? Bitte. Ja. Ja. Ich muss mich auf die Tabelle geben. Vielen Dank. Bitte. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Moin. Grüß dich. Hi, ah. Du bist zufällig nicht fertig, oder? Was? Du bist zufällig noch nicht fertig, oder? Nee, ich mach gerade deinen Hinterrad. Ah, gar nicht. Ah, super. Easy. Da gab's eine ganze Menge Probleme. Ja, hab ich mir gedacht. Erstmal, ich musste die Kassette abziehen, was nicht so ganz einfach war bei dem alten Gerät. Ja. Ich musste deine Lager komplett neu fetten, weil ich musste alles auseinandernehmen. Dein Freilauf ist inzwischen auch wieder gefettet. Geil. Das heißt, deine Kugeln, du hast eigentlich praktisch eine neue Narbe. Das ist die Liebe gesteckt, das ist gut. Du, alles gut, ich muss mal jetzt super schon zum Baumarkt. Ich dachte, ich frag einfach. Ja, nee, ich nehme die Uhr. Alles gut. Natürlich noch nicht fertig. Ja, du hast gesagt, du rufst an, oder? Genau. Lecker für mich. Danke, ja. Mein Lieber. Bitte. Wie gesagt, no stress. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Walle, du bist gut, wo ist denn die Kamera? Da. Boah, oder wir lassen sie bei Achim, ist auch nicht schlecht. Ja, der hat so viel Musik immer an, das kann ich eh alles nicht nehmen. Ja, kann man trotzdem hier rufen. Das ist echt problematisch mit der Mucke. Ich kann ja, kannst natürlich auch im Taxi fahren oder ich bin mir aufs Hinterrad. Die Kamera? Ja. Ich war hier mit 20 Minuten, ne? 5,6 Kilometer. Was hast du gesagt? 17,17. Ja, mach 20. Dankeschön. Danke. Ich danke dir auch, meine wunderschöne. Kommt dein Radfahrer später. Tür schon offen, wenn er jetzt dagegen fährt, dann ist defensiv, wie sagt man, faul. Genau, gleich gesund. Gut, bis dann, ciao. Hier ist das gute Stück. Gut. Und ich sehe jetzt gerade, dass du größer bist als wir, deswegen. Also wir. Könnte es passen. Also wir haben den Lenker, ja. Der ist. Achso, ich habe einen. Genau, wir haben auch alle da, wir haben alle dabei. Ja, wir sind dabei. Weil wir wollen ja damit noch fahren. Oh, also, ja, ganz genau. Und dann Luft den. Ist drauf. ja, so Mountainbike. Ja, Geländelauf. Genau.
Okay, na, dann vielen Dank. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Danke dir. Ja, kommt Schönen Abend euch. Und wir sehen uns. Auch rote Linsensuppe essen. Ja, ja, viel Erfolg mit dem Wagen. Genau, genau. Danke, danke. Tschüssi. Ich muss die Dicht anbauen. Da muss ich pumpen. Ja, wir können auch bei Achim gucken wir mal. Dann ja, das ist ein Schlüssel. Oh, das ist mein Schlüssel. Das ist der Bolzen, den Achim gebraucht hat für das Lastenrad. Mhm. Was ein Bolzen. Walle, was habe ich dir abgenommen? Für was? Für bunte Speichennippel? 70 Euro. Was? 15 Euro war das. Und jetzt? So, ja, jetzt war ich jetzt. Ah, Kitten ist cool. Enduro Bearings. Wir haben sie. Wir haben sie hier. Und da müssen sie rein. Mal gucken, ob das geht hier. Wieso ist die Achse noch drauf? Ja, welche denn? Keine Schleifspuren? Nee. Aber jetzt kommt eigentlich das Interessante, das Hohlrad. Also die Planeten, die da so abgeranzt sind. Ja, sie sehen leider jetzt, weil ich den Wind draus nicht kratzt habe. Wo ist denn jetzt überhaupt die? Ja. Mit dem Bremsenmesser so gehen. Sehr schön. Ola hat es nicht abgenutzt. So. Das ist ja rostig. Rostig, rostig. Ja, gerade auch gesehen bei mir, ey. Rost dran, ey, am Rohr. Da muss kein Sinn haben mit dem rechten Bereich. Wie lange die Gänse doch? 5er. Warte, will nur ein Pizzastück für sich haben. Ja, ich mal jetzt. Das ist das Rostgelager. Ich bin eigentlich auch 692, hab ich doch noch. Ölig. Geiler Meile. So. Ja, dann. Soll ich Pizza holen gehen? Ja, ist immer noch irgendwie ganz komisches Spiel. Jetzt lass mal, er ist ja schon ganz nervös, dass er dafür. Dass das ich soll Walle entscheiden, was dann mit dem Zehner passiert. Hat er gearbeitet da vorne? Du, ich hier auch ohne Walle Pizza holen, das ist mir eigentlich vollkommen Latte. Mhm. Weil mein Frühstück ist schon ganz schön lange her. Er ist da immer ein bisschen sensibel. So, das kann er nicht verarbeiten. Also, ich bin hochsensibel, vor allen Dingen, wenn mir ständig, wenn ich hier bin, Hammer und hier hinten arbeite und ich ganz genau weiß, dass du dich halt nicht an meinem Fahrrad rumschraubst, mir ist da mal mein Getränkehalter locker, beide Schrauben. Ja. Aber das passiert nicht hier im Laden. Das passiert nicht hier im Laden. Die waren fest, als ich losgefahren bin.
Ja, was passiert denn bei mir? Hör auf, ey. Achim. Als da einer komischen Mitbewohner oder was, ey. Alle verschmusern und was. Das kann ja nicht sein, weil die haben viel zu viel Schiss vor mir. Und vor allen Dingen haben sie viel zu viel Schiss vor meinem Mitbewohner. Der ist nämlich viel übler drauf als ich. Hier schraubt keiner rum. Keiner rumschrauben, ist der Quatsch. Oh, hier ist der Karton. Na dann nimm, was ich sehe. Nimm aus der Kasse mit. Ne? Echt, Pastrami? Ja. Lager, Ring, Abdeckung. So sieht es im Freilaufkörper aus. So. Die Lager tauschen wir, die Ringe brauchen wir, das ist klar. Entsaugend. Ja, mit einer Nuss geht's, die saugt sich ja, ist ja quasi, kann man die sogar nehmen als Druckstück. Wenn man einfach eine Nuss nimmt, das ist jetzt vom Wirt einer, auch eine gute Qualität, ja, und die als Druckstück nimmt. Achtung! Das ist ja nur ein Tretlager. Nicht raus aus dem Freilauf. Doch, schon wieder alle drinnen. Ah. Alles fertig. Kannst du ja nur was hier mal besser aus Stahl reingehen kann. Also echt viel. Hier irgendwo noch was. Du bist jetzt in Spätig zu fahren. Ja, nie. Ach. Hier auch schon wieder. Und dann würden wir ja noch Tretlager ausbauen. Den Roma hier. Ich will mal ein Bild machen. Ist ja echt gigantisch. Ja, jetzt die Werkstatt. Komm, Claudia. Ja, das Herz. Werkstatt hast du noch nicht gesehen. Küche. Das Herz oder die Küche des ganzen Großen. Das ist die Küche hier. Wahnsinn. Nee, das ist, das ist die Toilette hier. Nee. Ja, ein bisschen Ecken. Geh mal bitte alleine rein. Nee. Geh mal bitte alleine rein. Mensch. Ah. Ja, muss sie auch mal schubsen. Soll ich nicht bei der Arbeit stören? Welchen Taiwan? Fröbi, ja, du kennst es ja, wie das ist bei der Arbeit. Ich bin da sowieso nicht von deinem Vater kennst du das, ja. Wenn du mal in die Werkstatt richtig stolpert bist, dann bist du ja, jetzt geh mal rum, ey, was soll ich machen? Na, Achim ist ja nicht hier, deswegen ist es jetzt gerade nicht so hier. Ja, genau. Seine Töchter haben auch mal zu, ab und zu mal tagsüber. Im Sommer gesehen, aber. Warte, bremst du, Digga? Machst du schnell? Ah, oh, mach ich's, ne? Mal aufbauen, bitte. Warte, jetzt können wir nochmal zugucken hier. Soll ich die Feuer raus? Ja, ist egal. Schön festgeballert, auf jeden Fall. Hol mal die raus, die Kiste. Ja, wie gut. Ich bin gerade schmierig. Oh Gott. Kettenmesser, Messer. Hier. Zum Glück. Mal drauf machen hier, oder? Ja, stimmt. Fällt schon auf den anderen. Oh lala. Du bist hoffentlich nicht so schnell. Ich bin nicht. Ja. Schmidtsch. Wenn ich meine Ruhe habe, bin ich rein. Ganz cool. Die sind runter, wa? Ja, das ist schon auseinandergeflogen gerade. Na, auseinander fällt das immer. Ja, aber. Es geht um den Belag, der auf jeder Seite drauf ist. Mhm. Das ist der Sprengscheinbelag. Da ist ja nur noch ganz wenig drauf. Na, ganz wenig. Und euer Neuer, sehen Sie wie aus? Zack! Na? So müssen Sie aussehen. Hm? Und genau, die kannst du hier drin haben. Okay. Metagross. Und jetzt musst du nochmal wahrscheinlich aufeinander drücken oben, aber.
Muss ja ein bisschen locken, aber muss ja nicht. Fury in the Slaughterhouse, ja. Ja, da musst du nochmal auseinanderdrücken, auf jeden Fall. Ja, gut. Ja, geht ja nicht anders. Nach Möglichkeit nicht mit der Scheibe. Dann gleich ein bisschen Belag weggenommen. Steckachse. Rotrifone, ja. Steckt die Achse wenigstens. Oh, jetzt bremst du schön. Alter. Bremsen wir ein. Das ist ja unglaublich. Ja, also es war wirklich nicht sein Aufbau, es war jemand anderes sein Aufbau. Mhm. Aber Unicard. Unicarder sind das alle, ja. Irgendwie. Unicard, GT, ja, also. Die sind Müll. Ja, die sind die sehen nur schick aus, weil sie hier farblich passen, aber. Rock warum Bros sind die Müll? Rock Bros ist Müll. Ist nur stylisch. Also. Mhm. Das hat man jetzt schon. Ich fahre jetzt ein paar Tage damit. Davor waren sie wie neu. Ja. Wirklich, hat er gerade reingebaut. Und jetzt hier? Mhm. Mal rein. Wie folgen damit? Zu Lampke mal hin und zurück? Oder? Ja, ich halt mal hoch. Die Krise entscheidet ja nicht. Den Hype haben und so. Ja. Du weißt ja nicht, was die Einzelteile kosten. Deswegen weißt du es ja dann irgendwann. Mit dem fahre ich doch schon. Ja, ich habe jetzt nur die Lage getauscht, weil ich durchfahren muss. Die Lager habe ich jetzt getauscht, die waren hier drin. Die sind schon ein bisschen rostig, wie du siehst hier. Die laufen nicht mehr so gut, jetzt so. Würde man ja denken, das ist okay, aber das ist nicht okay. Das läuft viel zu rau. Und jetzt laufen sie gut, aber jetzt schläft die Bremse, weil der Kollege hier die Bremse nicht fertig eingestellt hat. Holzt einfach hin und lässt es dann so stehen hier, ey. Ich bin eingefahren. Dafür brauche ich eine Kette. Also das Tretlager irgendwie morgen früh oder was? Nö, Samstag früh erst. Ja. Dann gucken wir mal. Feierabend jetzt offensichtlich. Jojo.